So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht auch richtig. Und ja, eigentlich wollte ich ein Krebstagebuch Teil 2 diesen Monat nicht machen. Ich wollte abwarten bis nächsten Monat, weil einmal im Monat reicht es. Aber wo ich dieses Video ja gemacht habe, wo ich ins Krankenhaus gekommen bin, habe ich jetzt sehr viele Kommentare bekommen, wie es mir doch geht, wie ich mich fühle und alles Mögliche. Und danke erstmal für eure Unterstützung mit Daumen hoch bei Instagram. Ihr wisst es, bei YouTube diese netten Kommentare. Daumen hoch an euch, auf jeden Fall. Also, wie ist es mir in den Krankenhaus gegangen? Ihr habt das Video ja gesehen. So, ich bin immer leichter. Die haben ja Proben rausgenommen aus meinem Körper. Das Gute ist, es sind keine bösartigen Krebstumore oder überhaupt Krebstumore. Ja, das hat mich am meisten gefreut, aber ihr kennt das, einige vielleicht von euch, ihr denkt tagelang darüber nach, bis die Ergebnisse da sind. Das ist einfach so. So, wie geht es mir? Ich bin ehrlich, weil letzte Zeit auch durch die Hitze und durch die ganze Bestrahlung im Kopf und so weiter, ist zwar schon lange her, ich gebe es zu, aber jetzt kommen die Nachwirkungen. Viele Ärzte sagen zwischen 3 und 5 Jahre, andere sagen, oh, hast Glück gehabt, kommt jetzt alles. Und jetzt im Moment ist wirklich alles. Ich stöhne zwar auf einem hohen Niveau, ich lebe noch, aber bitte, ich kann immer wieder Hautschuppen abreißen, weil es so trocken ist. Ich kann es jetzt feucht machen. So, jetzt rede ich mit euch 1, 2 Minuten und da ist so eine Hitze drin, das ist sofort wieder trocken. Aber sonst, ihr seht es selber, mir geht's gut. Ich mache zur Ablenkung natürlich immer weiter in meine Videos, auch wenn es viele Wiederholungen sind oder viele Mal dasselbe ist. Ich mache es für mich hauptsächlich zum Ablenken. Und einige von euch, die verstehen das, einige von euch finden das gut. Danke dafür. Seht ihr jetzt schon wieder trocken? Das ist sehr eine Minute. Dann die Seite hier. Mit den Nervenschäden, durch Verbrennung und alles durch diesen Dingens, die sind im Moment wieder extrem. Aber ein Vorteil hat es auch. Ich habe diesmal einen anderen Ton in meinem Tinnitus. Das ist mehr so ein. Unter einem Metalldeckel so ein Rauschen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist nicht so ein reines Wellenrauschen, das ist mehr so ein Brummrauschen. Das habe ich jetzt seit ein paar Tagen. Es ist absolut unangenehm. Das auf jeden Fall. Dann hatte ich am Donnerstag wieder meine Krebsuntersuchung. Also, mein anderer Arzt, bin ich ja immer da und der hat natürlich alles wieder nachgeguckt, richtig, in die Ohren, durch die Nase und so weiter. Es ist alles mein Alten. Diese Verkapselung ist nicht geplatzt, keine Risse drin oder sonst was. Und das freut mich und mein Arzt sowieso. Ja, aber trotzdem, er sagt, na, es wird immer schlimmer jetzt, obwohl ich so lange gar nicht so rede. Ich soll ziemlich viel, ich vergesse es wirklich immer. Öl hier vorne in der Nase, weil die, es ist ja nicht nur die Lippen, das, es ist hier die Trockenheit auch in der Nase. Und wenn das zu doll trocken ist und irgendwann mal die Nase immer wieder putzt, dann blutet es ein wenig. Und dann fängt er an zu schimpfen. Also er hat mir zwar Cremes dargegeben, mitgegeben wieder, die soll ich wieder einschmieren. Ich habe wieder Adrenalin bekommen. Ja, in Salben, was für die Nase ist. Immer wieder abwechseln machen. Das war's also. Ich sag mal so, das Übliche, was ich habe. Und das wollte ich jetzt nur gesagt haben. Ich wollte jetzt nicht jeden von euch eine E-Mail schicken oder einen Kommentar oder Fragen beantworten, weil man weiß ja auch nicht, wie es gemeint ist mit der Frage. Dann stelle ich es mal so, dann mache ich es mal so. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, mache ich diesen Monat mal eben 2 Krebstagebücher Eintrag Teil 2 in diesem Monat. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen beantworten. Ihr könnt mich sehen. Hey, ich bin gesund. Ja, gesund, ja. Es ist gesund. Ich habe ein Haustier.
ist ein Tumor, ist keine Krankheit, wird es auch niemals sein. Alles andere habe ich gute Ärzte. Also danke für eure Kommentare, eure Daumen hoch da. Und ihr wisst ja, habt ihr sowas in Familien, Bekannten, Freundeskreis? Multiviert ihn, nehmt ihm eine Hand, macht das mit. Wenn er sich kaum bewegen kann, gebt ihm Pöhlen, Fußball spielen. Ja, es ist einfach. Nehmt euch mal die Zeit. Es wird nach der Zeit lockerer, glaubt es mir. Ich habe es im selben Umfeld gesehen. Ich weiß, wovon ich spreche. Das ist ja das Schlimme. Immer wieder motivieren, motivieren, motivieren. Lasst ihm, wenn er jetzt, ich mache es ja auch ab und zu mal, dann gehe ich hier in mein Zimmer hin, kaufe mir ein Lego-Set oder sowas, dann baue ich da dran rum und dann fällt mir ein, ha, ich habe es ja vergessen anzuboxen. Es ist auch nicht schlimm. Hauptsache, man ist abgelenkt. Man denkt über seine Krankheit, seinen Tumor oder sonst was nicht nach. Das ist immer das Wichtigste. Das beeinflusst die eigene Heilung und ist immer positiv. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche und jetzt seid ihr dran. Ihr bleibt jetzt natürlich gesund, ihr und eure Familien und dann wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.